Herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich der Vorstellung unseres neuen Cheftrainers Thomas Letsch hier beim VfL Bochum 1848. Ich darf die zugeschalteten Medienvertreterinnen und Medienvertreter begrüßen und natürlich auch ganz herzlich das Podium, was sich hier rechts von mir aufreiht, beginnend ganz außen mit unserem neuen Chefcoach Thomas Letsch, dann unser Vorstandsvorsitzender Hans-Peter Phillis und unser Geschäftsführer Sport Patrick Fabian. Und ich würde Hans-Peter Phillis bitten, einmal die Begrüßung zu übernehmen. Ja, lieber Alfricke, vielen Dank. Ich könnte jetzt sagen, schönen guten Tag, aber ich will doch noch ein bisschen mehr sagen. Ich freue mich sehr, dass ich heute Thomas Letsch hier begrüßen darf. Wir haben uns letzte Woche getroffen. Wir haben uns gerade noch mal intensivst ausgetauscht. Und Sie haben es ja gelesen, wir haben einen ganz tollen Nachfolger gefunden, einen neuen Cheftrainer gefunden mit Thomas Letsch, der uns sicherlich signifikant helfen wird, dass die Mannschaft wieder so spielt, wie wir das kennen, dass die Mannschaft wieder das erreicht, was wir kennen. Und deswegen haben meine Kollegen aus dem Präsidium dem Rat gefolgt, oder wir sind dem Rat gefolgt von Patrick Fabian, dass er eben Thomas Letsch als neuen Cheftrainer hier vorgestellt hat. Wir sind der absoluten Überzeugung, dass es kein Feuerwehrmann ist, das ist mir ganz wichtig, sondern wir wollen mit Thomas Letsch die Zukunft gestalten. Wir wollen auch gar nicht mehr so in den Rückspiegel gucken, sondern wir wollen nach vorne gucken. Wir haben eine tolle Mannschaft, das habe ich von Thomas Letsch auch gehört, so aus der Draufsicht, aus der Fernsicht, die sicherlich wettbewerbsfähig ist. Und in der neuen Kombination mit ihm sind wir der festen Überzeugung, dass wir aus den jetzigen Tabellenregionen rauskommen, dass wir uns weiter nach oben entwickeln. Ich kann nur sagen, lieber Thomas Letsch, herzlich willkommen beim VfL Bochum. Wir sind ganz stolz, dass Sie sich für uns entschieden haben. Wir freuen uns auf eine tolle Partnerschaft und natürlich auf einen gemeinsamen Erfolg. Herzlich willkommen in Bochum. Dankeschön. Vielen Dank. Kleiner letzter organisatorischer Hinweis, bevor ich Thomas Letsch dann gleich einbinden werde. Fragen zum Spiel gegen Leipzig am kommenden Wochenende, die bitten wir dann zurückzustellen. Dafür wird es eine Spieltagspressekonferenz unter der Woche geben. Da gibt es noch Zeit und Gelegenheit, auf jeden Fall diesbezüglich Fragen zu stellen. Und jetzt wenden wir uns dann mal an den neuen Cheftrainer. Wir sind schon beim Du. Wir sind ja schließlich beim Sportverein angekommen. Hallo Thomas, herzlich willkommen in Bochum. Beschreib mal, bevor du jetzt gleich die sicherlich vielen Fragen beantworten darfst, wie lief es denn bis hierhin auf jeden Fall? Also gutes Wetter konnten wir dir zumindest heute nicht bieten, aber wie lief denn der Tag bis hierhin? Was hast du schon alles gesehen? Wen hast du schon alles kennengelernt? Ja, also zunächst mal ein herzliches Hallo in die Runde. Es ist für mich etwas neu, hier alle am Bildschirm zu sehen, anstatt hier live. Aber so ist die Situation und ich freue mich, hier zu sein. Ja, der erste Tag, erstmal war es höchste Zeit, dass es endlich losging. Man hat dann doch Zeit, sich vorzubereiten, macht sich viele Gedanken. Und mir war es wichtig, einfach alle hier kennenzulernen. Und der Tag wurde insofern genutzt. Ich habe heute Morgen zuerst meinen Trainerstab kennengelernt, dann den kompletten Staff ums Team, denn eins ist auch klar, es ist zwar jetzt ein neuer Cheftrainer da und ich habe auch einen neuen Assistenztrainer mitgebracht mit dem Jan Fieser, aber am Schluss ist es eine Aufgabe, die wir zusammen meistern müssen. Und deshalb war es mir wichtig, zuerst den Staff kennenzulernen, dass wir klar eine Marschrichtung haben, gemeinsam, wie wir die Sache angehen wollen. Und jetzt freue ich mich darauf, wenn es dann am Nachmittag endlich losgeht auf dem Platz, erst die Mannschaft kennenzulernen in der Kabine und dann auf dem Platz. Vielen Dank. Und dann können wir loslegen. Wie gesagt, zunächst einmal die Fragen an Thomas Letsch. Und da ist der Erste, der aufgezeigt hat, Dirk Große-Schlamann von Sky. Ja, schönen guten Morgen, Herr Letsch. Herzlich willkommen in Bochum. Herr Letsch, wenn wir jetzt mal ein paar Fans-Anhänger abholen, die nicht vorher Sie gegoogelt haben. Wenn Sie mit denen an einem Städtisch stehen würden, bei einer Currywurst, bei einem Tiegebier, und die würden sagen, Thomas, was bist du denn für ein Typ? Was hast du bisher so gemacht? Was bringst du mit? Was würden Sie denen sagen? Ja, dann würde ich denen erstmal erzählen, dass ich nicht aus dem Pott komme, sondern dass ich aus dem Schwabenland komme, ein Privatleben habe, in dem ich verheiratet bin und eine Tochter habe und fußballerisch, sage ich mal, eine längere Zeit in Salzburg hatte, mit verschiedenen Aufgaben bei Red Bull Salzburg und dann über ein kurzes Engagement
in Aue über Austria Wien und die Zeit bei Vitesse jetzt hier beim VfL Bochum gelandet bin, dass ich durch das, dass ich auch nicht mehr blutjung bin, schon das ein oder andere mitgenommen habe in meinem fußballerischen Leben, glaube ich, viel gesehen habe, mich auch dementsprechend weiterentwickelt habe und mich jetzt absolut am richtigen Fleck fühle hier beim VfL Bochum. Nächster in der Reihenfolge, Philipp Rentsch von den Ruhrnachrichten. Ja, auch guten Tag von mir und herzlich willkommen in Bochum, Herr Letsch. Eine Frage, die sich so Richtung Trainingsarbeit auch in dieser Woche richtet. Sie haben sich sicherlich in den vergangenen Tagen auch vielleicht das ein oder andere Video angeschaut von der Mannschaft, haben einen ersten Eindruck gewonnen. Was haben Sie denn da erkannt, auch an besonderen Stärken, Schwächen? Wo glauben Sie besonders ansetzen zu können und zu wollen? Ja, also tatsächlich habe ich mir natürlich nicht nur ein Video angeschaut, das ist richtig, habe mich natürlich auch jetzt schon länger mit der Mannschaft beschäftigt. Und was für mich mal Grundvoraussetzung war, auch um überhaupt die Aufgabe anzutreten, ist, dass ich gesehen habe oder dass ich den Eindruck habe, in der Mannschaft steckt die Mentalität, die man braucht, um so eine schwierige Situation zu meistern. Das heißt, die Qualität im Kader und auch die Mentalität, die in der Mannschaft vorherrscht, so wie ich es beobachtet habe, das ist mal die Basis. Und dann geht es mir jetzt vor allem in der ersten Woche darum, dass wir eine klare Struktur und eine Kompaktheit im Spiel gegen den Ball haben werden. Das heißt, da wird man einen Fokus drauf legen. Das hat nichts damit zu tun, was jetzt in der Vergangenheit war, sondern das ist mir einfach wichtig, wenn ich nach vorne schaue, dass das immer die Basis sein muss, dass man eine klare Struktur hat, eine klare Ordnung gegen den Ball, eine aggressive Art und Weise gegen den Ball zu spielen und da wird man sicherlich den Schwerpunkt drauf legen. Max Backhaus, Bild Essen. Hallo Herr Letsch, auch von mir herzlich willkommen in Bochum. Meine Frage geht in eine ähnliche Richtung wie von Philipp Rentsch gerade. Wie sah so die Vorbereitung aus die vergangene Woche? Mit wem haben Sie viel gesprochen? Bei wem haben Sie sich erkundigt, wie es bei Bochum funktioniert? Und als die Anfrage kam, waren Sie direkt voll überzeugt, das mache ich, oder mussten Sie erstmal überzeugt werden? Ja, das sind einige Fragen. Fangen wir mit vorneweg an. Ich habe natürlich, als dann klar war, dass es zu diesem Engagement kommt, habe ich mir Gedanken gemacht, wie viele Informationen hole ich mir ein, was lasse ich auf mich zukommen, und habe mich dann entschieden, mir über die Spieler relativ wenig Informationen zu holen, weil ich glaube, es ist wichtig, auch unvoreingenommen an die Sache ranzugehen. Trotzdem habe ich mich natürlich mit den Kollegen, ich habe mit dem Frank Heinemann telefoniert, ich habe mit dem Peter Greiber telefoniert, mit den Trainerkollegen, um einfach mal ein erstes Bild zu haben. Ich habe mich auch mit Toto Lucia und mit Manuel Riemann telefonisch zusammengesetzt, um einfach mal sich zumindest am Telefon kennenzulernen. Hatte auch kurz Kontakt mit Heiko Butcher, das waren so die Informationen, die ich mir zuerst geholt habe. Aber nochmal, da ging es nicht um irgendwelche Details, sondern es ging mir mehr darum, mich auch vorzustellen und dass wir uns, da ja noch eine gewisse Zeit vergangen ist, bis dann richtig losgeht, dass wir ein bisschen ein Gefühl füreinander haben. Und mir ist auch wichtig, einerseits Informationen zu holen, aber andererseits logischerweise, wie ich es gesagt habe, unvoreingenommen ranzugehen. Es ist immer eine Chance, mit einem neuen Trainer auch wieder die Karten auch neu zu mischen, und das möchte ich mir auf jeden Fall auch offen halten. Zur anderen Frage, als die Anfrage kam oder die Kontaktaufnahme, natürlich ist mir durchaus bewusst, wie die Tabellensituation ist beim VfL Bochum und dass es sicherlich leichtere Aufgaben in der Welt gibt als diese, aber wie ich es gesagt habe, mein Eindruck war, es ist ein ganz, ganz kleiner Step zwischen ein Spiel mit einem Torunterschied verlieren oder das Spiel vielleicht in die andere Richtung zu drehen. Und das war für mich dann relativ schnell klar, dass dieser Reiz, bei diesem Club hier zu arbeiten, riesengroß ist. Und je mehr Zeit verging, ja, und da reden wir jetzt nicht von Tagen, da reden wir von Stunden, desto spannender wurde die Aufgabe und desto mehr habe ich Lust drauf gehabt, hier anzufangen. Und das hat sich, ja, so ging es eigentlich immer vor. Also überzeugt werden musste ich auf keinen Fall. Das wäre auch schlimm, wenn mich jemand überzeugen müsste, sondern ich selber bin davon überzeugt, dass es einfach eine super Aufgabe ist, und ich freue mich, dass es jetzt endlich losgeht, weil reden
auch jetzt tue ich viel, aber ich möchte jetzt endlich auf den Platz gehen und vor allem die Spieler kennenlernen. Dann die Kollegen um Claudio Gentile von 1848. Bist du noch mute? Ja, genau. Eine Frage von mir. Ich habe erfahren von früheren Kollegen aus Liefering und Salzburg, dass die Dreierkette da ja sogar verpönt wurde bis hin zu, dass sie verboten wurde. Jetzt haben sie in ihren letzten beiden Stationen doch überwiegend in der Dreierkette spielen lassen. Deswegen meine Frage, wie kam es zu dem Wandel und welche Rolle spielt die Grundordnung generell in ihrer Fußballanschauung? Also es war tatsächlich so, wenn ich zurückdenke an meine Zeit in Salzburg, da war die Dreierkette tatsächlich verpönt und in einer Funktion, die ich hatte als sportlicher Leiter vom Nachwuchs, habe ich den Kollegen vorgegeben, ihr könnt alles machen in der Grundordnung, aber wir spielen zu viert. Aber das Schöne ist, das ist ja auch schon ein paar Jahre her und Fußball entwickelt sich weiter und Trainer entwickeln sich weiter. Für mich ist die Grundordnung nicht das Entscheidende. Für mich ist entscheidend, dass klare Prinzipien herrschen, sowohl Gegenball als auch Mittenball. Und ich habe tatsächlich jetzt bei Vitesse die meiste Zeit mit einer Dreierkette gespielt, fast ausschließlich. Aber weil dieses System perfekt auf diese Mannschaft gepasst hat. Weil wir auf den Außenverteidigerpositionen Spieler hatten, die sehr offensiv ausgerichtet waren, die da ihre Stärken haben. Weil wir einen Spieler hatten, den wir umfunktioniert haben. Und so habe ich dieses System, sage ich mal, absolut passend auf die Mannschaft gefunden. Das ist kein Dogma, dass wir jetzt hier mit der Dreierkette spielen. Ich schließe es aber auch nicht aus. Für mich, und das ist wichtig, ich brauche die besten Spieler auf dem Platz und die auf ihren besten Positionen. Und dementsprechend muss ich jetzt einfach auch mal ein Gefühl für die Mannschaft entwickeln. Und ich schließe weder das eine noch das andere aus, weil nochmal, viel wichtiger als System sind klare Abläufe und klare Prinzipien für mich. Philipp Rentsch. Ja, eine Frage zu Ihrem Führungsstil, zu Ihrer Kommunikation mit der Mannschaft. Ein Kollege aus Arnheim sagte mir, klar kommunikativ, aber kein Kumpeltyp. Würden Sie das unterschreiben? Es ist immer schwierig, über sich selber zu urteilen, aber ich mag es, so wie es, wenn es so rüberkommt, ist es gut. Also mir ist es wichtig, oder ich bin davon überzeugt, du kannst nur Erfolg haben im Fußball, wenn du einen Draht zu deiner Mannschaft hast und wenn da eine Beziehung ist. Aber mit Sicherheit kein Kumpeltyp, denn es muss auch immer klar sein, da ist der Trainer und da ist die Mannschaft, der Trainer und das Trainerteam, und das ist mir wichtig. Also wir reden zwar immer vom Trainer, aber da geht es schon um das gesamte Team. Wir geben die Richtung vor, aber so gesehen, mir ist Kommunikation schon wichtig, denn die Spielergeneration hat sich verändert. Es reicht nicht zu sagen, so machen wir es und so funktioniert es, sondern ich glaube, es geht viel mehr darum zu erklären, auch warum, wieso, weshalb und die Spieler mitzunehmen. Ich bin überzeugt von dem Fußball, den ich spielen möchte, aber ich möchte die Spieler nicht überzeugen, sondern ich möchte dahin kommen, dass die Spieler von diesem Fußball überzeugt sind. Und dementsprechend geht es ohne Kommunikation definitiv nicht. Max Backhaus. Ja, ja, letztes Jahr haben einen Zweijahresvertrag unterschrieben, der meines Wissens nach auch für die zweite Liga gilt. Klar ist jetzt erstmal das große Ziel, die Klasse zu halten, aber bei den Gesprächen mit Patrick Fabian wird ja sicherlich das Szenario eines Abstiegs auch eine Rolle gespielt haben. Wären Sie auf jeden Fall dazu bereit, wenn es soweit kommen sollte, auch mit in die zweite Liga zu gehen? Ja, da sind jetzt wieder wäre, wenn und hätte mit dabei, aber grundsätzlich haben Sie es richtig gesagt, ich habe einen Vertrag unterschrieben, der auch für die zweite Liga gilt, und in dem Moment, wo ich das unterschreibe, kann ich mir das natürlich auch sehr gut vorstellen. Ehrlich gesagt möchte ich mir aber jetzt diese Gedanken gar nicht machen, sondern unsere klare Aufgabe ist es jetzt, alles dafür zu tun, diesen Verein in der Bundesliga zu halten. Ich glaube, wenn man die letzte Saison nimmt, da ist was Fantastisches hier passiert mit dem Klassenerhalt, und das möchten wir jetzt wieder schaffen. Es sind erst 7 Spieltage gespielt und es ist noch sehr viel Zeit, und dementsprechend geht alle Energie da rein, jetzt erstmal die Klasse zu halten. Und was dann in der nächsten Saison ist, das schauen wir mal. 1848 nochmal. Ja, ich habe nochmal eine Frage, die so ein bisschen auch anschließt an meine erste Frage. Sie haben gerade gesagt, die Grundordnung ist gar nicht so wichtig. Für Sie ist wichtig Struktur, Prinzipien. Und dann hatten Sie auch gesagt, Sie wollen gerne an der Kompaktheit und der Ordnung gegen den Ball arbeiten.
aber dabei auch die Aggressivität hochhalten. Heiko Butscher hat jetzt im letzten Spiel als Interimstrainer den Pressing-Ansatz deutlich nach hinten verschoben, um halt diese Kompaktheit hinzubekommen. Wie stehen Sie zu der Sache? Haben Sie da schon eine erste Tendenz, ob Sie eher ein bisschen kompakter und dafür vielleicht auch ein bisschen tiefer pressen wollen oder ob man das, was die Mannschaft ja auch gerade in der letzten Saison dann ausgezeichnet hat, doch auch relativ mannorientiert sehr hoch, mit der Gefahr dann die Struktur vielleicht auch mal zu verlieren, weil man halt entsprechend sich strecken lassen muss über das Feld, das Verfolgen und die aggressive Anlaufen. Ich sage, das eine schließt das andere nicht aus. Also wichtig ist, wenn wir von der Kompaktheit reden, egal wo man auf dem Platz ist, muss es kompakt sein. Und die Idealvorstellung ist immer, den Gegner hoch zu pressen und zu ärgern. Speziell, wenn ich hier ans Stadion denke, um auch die Zuschauer mitzunehmen, ist es immer attraktiv, vorne den Gegner unter Druck zu setzen. Und wie Sie sagten, was die Mannschaft ja ausgezeichnet hat, im 1 gegen 1 den Gegner zu attackieren. Das heißt aber nicht, dass das ein Risiko birgt. Es ist nur wichtig, dass die ganze Mannschaft mitarbeitet und dass dann auch wirklich nachgeschoben wird. Und dann ist das eine Option. Aber den Ansatz, den jetzt Heiko beispielsweise gewählt hat, dann auch etwas tiefer zu stehen, ist genauso eine Option. Und ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Wichtig ist nur, dass alle in die gleiche Richtung gehen. Und dass, wenn man sagt, man geht hoch drauf, dann macht man es mit aller Konsequenz. Und wenn man eben keinen Zugriff hat, dann muss man hinter den Ball kommen und dann müssen aber auch alle hinter den Ball. Und wenn das meine ich mit Kompaktheit. Es kann ja auch in einem Spiel beide Phasen geben. Oder es muss eigentlich im Spiel beide Phasen geben. Und von dem her, wie gesagt, beides sind Optionen, die wir im Kopf haben. Und hängt auch davon ab, da muss ich jetzt auch ein Gefühl für die Mannschaft kriegen, was passt. Und natürlich hängt es auch ein bisschen vom Gegner ab, wie man ein Spiel angeht. Also das wird man sicherlich variabel halten. Günter Pohl, Radio Bochum. Herr Letsch, herzlich willkommen an der Kastorfer Straße. Sie haben jetzt gesagt, wie wichtig Ihnen in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten die Kommunikation mit den Spielern ist, was uns Journalisten natürlich auch interessiert in unserem Alltag. Wie ist die Kommunikation mit den Medien? Sind Sie ein erreichbarer Trainer? Sind Sie ein verschlossener Trainer, was die Medien angeht? Oder sind Sie dann, wenn Sie auch in Bochum sind und nicht gerade mit der Mannschaft arbeiten, auch ein erreichbarer Trainer? Also ich bin grundsätzlich schon ein offener und kommunikativer Trainer, auch für die Herrschaften der Medien. Ich nehme da auch gern die Zeit. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass wir jeden Tag zusammen Abendessen gehen, aber grundsätzlich stehe ich gern zur Verfügung und nehme mir die Zeit, denn am Schluss, wir arbeiten alle im selben Business und Sie müssen Ihren Job machen, ich muss meinen Job machen und selbstverständlich stehe ich da zur Verfügung. Ich kann auch nicht versprechen Tag und Nacht. Es gibt schon auch Zeiten, wo ich dann auch mal vielleicht der Presse nicht zur Verfügung stehe. Aber Sie können sicher sein, ich werde offen mit der Situation umgehen und offen sein für Sie alle. Herzlichen Dank, viel Erfolg. Dankeschön. Ulrich Hartmann von der Süddeutschen. Ja, hallo Herr Letsch. Fragen zum nächsten Spiel sollten verschoben werden auf die nächste PK. Das respektiere ich sehr. Ich bitte Sie trotzdem um einen Satz zu Ihrem ersten Gegnertrainer Marco Rose, weil Sie beide eine Vergangenheit im RB-Kosmos haben in Salzburg. Vielleicht können Sie ganz kurz einmal schildern, wo Sie Marco Rose begegnet sind und was für eine Art von Beziehung daraus zwischen Ihnen beiden entstanden ist. Dankeschön. Ja, also ich bin 2012 zu Salzburg gegangen und unter anderem als sportlicher Leiter des Nachwuchs und wir haben dann im darauffolgenden Jahr, im Jahr 2013, haben wir den Marco zu uns geholt, damals als U16-Trainer. So gesehen hatte Marco und ich 4 gemeinsame Jahre in Salzburg, in denen wir sehr, sehr eng zusammengearbeitet haben, in unterschiedlichen Funktionen. Er war U16-Trainer, ich dann U18, ich war bei Roger Schmidt als Co-Trainer dabei. Ich habe dann den FC Liefering in der zweiten Liga gemacht, Marco die U18. So gesehen waren wir eigentlich immer im engen Austausch und sind dadurch auch Freunde geworden, haben ein freundschaftliches Verhältnis und das ist bis heute geblieben. Wir sind jetzt nicht regelmäßig mehr im Austausch, das lässt einfach der Job nicht zu. Wir versuchen es zwar, wir haben gesagt, als ich in Arnheim war und er in Gladbach oder Dortmund, dass wir uns treffen, leider hat es nie so gepasst, aber das ist nach wie vor ein freundschaftliches Verhältnis und nicht nur mit ihm,
Also in Leipzig gibt es dann doch den einen oder anderen, den ich ganz gut kenne und den ich dann wiedersehe. Max Backhaus. Ja, gegen Leipzig werden sie unter anderem ein paar Spieler wiedersehen, die sie mal trainiert haben, als sie noch ein bisschen jünger waren. Generell sind sie ja bekannt dafür, viel mit jungen Spielern gearbeitet zu haben, entweder im RB-Kosmos oder jetzt auch bei Arnheim mit dem jüngsten Team der Niederlande. Beim VfL haben sie jetzt das älteste Team der Bundesliga. Wollen sie Bochum perspektivisch verjüngen und welche jungen Spieler sind vielleicht schon ganz interessant? Also es ist tatsächlich richtig, wenn man rein mal auf den Durchschnitt schaut. Wir hatten jetzt das jüngste Team bei Vitesse und jetzt haben wir hier grundsätzlich das älteste Team. Aber für mich ist nicht entscheidend, ob es jung oder alt ist. Für mich geht es einfach darum, gut oder schlecht, mal ganz, ganz pauschal gesagt. Und es ist eine etwas andere Altersstruktur, als ich sie jetzt zuletzt hatte. Aber das ändert an meiner Herangehensweise nicht. Also ich glaube, dass, wie ich vorher sagte, wichtig ist, dass die Struktur innerhalb der Mannschaft stimmt, dass die Ausgeglichenheit im Kader vorhanden ist und dass die Mentalität stimmt. Und den Eindruck habe ich bei der Mannschaft. Und deshalb, dann ist es mir egal, ob ein Spieler 32 ist oder ob er 19 ist. Wenn es um kritische Situationen geht, hat Erfahrung eigentlich noch nie geschadet. Und deshalb glaube ich, dass das in der Situation sicherlich nicht schlecht ist. Was perspektivisch ist, da sind wir natürlich im Austausch, wie wir das dann machen werden, ob sukzessive dann auch der ein oder andere jüngere Spieler dazukommt. Was zwangsläufig ist, wenn Spieler älter werden, dann werden auch mal wieder neue Spieler kommen, die vielleicht jünger sind. Und dass es interessante junge Spieler gibt, ist ja klar. Ich glaube, letztes Wochenende hat man gesehen, als Tim Oehrmann sein Debüt gefeiert hat, der das sehr gut gemacht hat. Und das zeigt, dass interessante junge Spieler im Kader sind. Aber nochmal, für mich geht es nicht darum, jung oder alt, sondern die beste Kombination, die muss auf dem Platz stehen. Christian Wob von Funke Sport. Ja, hallo Herr Letsch, eine Frage zur Herangehensweise, die Sie an den Tag legen. Uns allen ist ja sicherlich klar, dass es eine besondere oder auch eine schwierige Situation ist, während einer Saison eine Mannschaft neu zu übernehmen. Haben Sie sich eine Art Zeitplan gesetzt, bis wann gewisse Erfolge oder Fortschritte erzielt werden sollen, um da so ein bisschen so eine Struktur reinzubekommen? Nee, nicht wirklich. Also es geht mir nicht darum, dass ich jetzt einen festen Zeitplan habe. Wenn man jetzt mal rein auf die, was am Schluss am meisten interessiert, auf die Tabelle schaut, ist entscheidend, was am 34. Spieltag ist. Also ich glaube, wir würden alle einen Fehler machen, und da haben wir auch drüber gesprochen mit Patrick Fabian, es geht nicht darum, jetzt das Feld sofort aufzurollen, sondern es geht darum, sukzessive ranzukommen bis zum Winter oder zumindest die Situation ähnlich gestalten und dann auch nochmal die veränderte Situation, das ist ja dieses Jahr so doch alles etwas anders, als es in der Vergangenheit war mit der WM-Pause, zu nutzen, um nachzujustieren, um die Vorbereitung zu nutzen und dann entsprechend das große Ziel, den Klassenerhalt zu feiern. Zu sagen, also mir geht es schon darum, dass wir natürlich kurzfristig Effekte sehen, nochmal. Deshalb, ich kann mich, wenn ich keine Vorbereitung habe, nur auf einzelne Dinge konzentrieren, und deshalb habe ich gesagt, Kompaktheit gegen den Ball, geschlossenes Arbeiten gegen Ball, wie auch Thema Gegenpressing beispielsweise, das wird jetzt eher im Fokus stehen als, sage ich mal, die Dinge, die wir mit dem Ball verfeinern wollen, was nicht heißt, dass das kein Thema ist, aber darauf muss ich mich jetzt einfach mal zuerst konzentrieren, weil das die Basis ist, und dann sehen wir aber, dass es da jetzt einen festen Zeitplan gibt, das halte ich nicht für sinnvoll. 1848 nochmal. Ja, jetzt haben Sie gerade schon so ein bisschen in die Richtung auch gesagt, dass das Spiel mit dem Ball erstmal zweite Prio ist und dann vielleicht angegangen wird in der WM-Pause. Können Sie vielleicht mal beschreiben, wie denn Ihre Prinzipien oder Ihr Stil mit dem Ball aussehen würde? Weil ich glaube, gegen den Ball kann man sich sehr viel unter RB-Fußball vorspielen. Mit dem Ball ist es ja nicht so beschrieben. Wie sieht da Ihre Idealvorstellung aus? Also zunächst mal mag ich diesen Begriff RB-Fußball nicht, und ich war vor langer Zeit dort und habe mich dann doch auch ein bisschen weiterentwickelt seit dieser Zeit, und ich glaube, wenn man verschiedene Trainerkollegen anschaut, die aus diesem
Bereich kommen. Und da gibt es ja doch inzwischen auch hier in der Bundesliga mit Marco Rose, mit Olli Glasner, mit Bo Svensson und so weiter. Es sind ja viele, die Frank Kramer, die Vergangenheit haben, auch unter anderem dort. Und wir unterscheiden uns alle, denke ich. Also so gesehen ist es nicht so, dass wir jetzt hier RB-Fußball spielen, sondern ich möchte den Fußball spielen, für den ich stehe. Und im Ballbesitz geht es natürlich auch darum, immer die Lösungen zu finden, die Räume zu finden, wo der Gegner Räume anbietet. Das heißt, wir wollen Fußball spielen. Wir haben, denke ich, auch eine Mannschaft, die Fußball spielen kann im eigenen Ballbesitz. Wir wollen aber auch, also wir müssen ja alle vier Phasen des Spiels untersuchen. Nochmal, auch wenn jetzt der Schwerpunkt am Anfang Gegenball ist, und bin ich nicht ganz dabei, dass es bis zum Winter so sein muss. Wir werden jede Woche auch an den Dingen mit Ball arbeiten. Aber dann geht es natürlich darum, wie gesagt, in einer klaren Struktur Räume aufzuzeigen, aber den Spielern, und das ist der Unterschied zwischen Gegenball und Mittenball, auch die Kreativität ein bisschen zu lassen. Das heißt, Aufgabe von uns, vom Trainerteam wird sein, einerseits Abläufe zu trainieren, aber auch Räume aufzuzeigen, um ihnen mehr Freiheiten dann in diesen Bereichen auch zu geben, während es Gegenball einfach klare Regeln gibt. Und da gibt es dann auch keine Kreativität, sondern da muss sich jeder auf den anderen verlassen. Und deshalb da der Schwerpunkt. Aber wir haben beispielsweise, ja, jetzt muss ich vorsichtig sein, weil die Konkurrenz hört ja auch mit, was wir genau vorhaben. Von dem her, sagen wir es mal so, wir wollen mit Ball schon auch Fußball spielen. Vielen Dank bis hierhin. Da ich keine weiteren virtuellen Hände mehr sehe, gehe ich mal davon aus, dass der Fragenthemenkomplex für und an Thomas Letsch erschöpft ist. Damit wenden wir uns dann Patrick Fabian zu. Wenn es Fragen von eurer Seite aus geben sollte, kurzes Handzeichen, los geht's. Günter Pohl macht den Anfang. Patti, es folgendes. Ihr habt ja immer noch das Problem, dass die Stelle des Leiters Nachwuchszentrum nicht besetzt ist. Wird sich dort auch einiges tun, nachdem wir mit der Auswahl des neuen Trainers, auch vielleicht beim VfB Bochum, einen neuen, anderen Weg eingeschlagen hast, wird jetzt gemeinsam dieses Problem gelöst? Ihr habt ja, glaube ich, eine Aufschubfrist bis zum Jahresende, bis diese Stelle besetzt werden muss. Und können wir da in Kürze eine Vorstellung erwarten? Ja, zunächst auch nochmal Hallo in die Runde von meiner Seite aus. Ich freue mich das vorab sehr, dass Thomas hier heute bei uns ist und ab dem heutigen Tag dann halt auch die Mannschaft auf dem Platz führen wird. Zu deiner Frage, Günther, wir sind dabei, dort entsprechend Klarheit zu schaffen. Den zeitlichen Rahmen kann ich dir gerade noch nicht genau sagen, aber der inhaltliche Druck ist natürlich vorhanden und deswegen sind wir da bestrebt, möglichst zeitnah Entsprechendes zu verkünden auch, ja. Philipp Rentsch. Ja, hallo, an Patrick Fabian, auch an dich noch eine Frage. Es gab viele Namen, die auch von uns Journalisten in den vergangenen 10 Tagen ungefähr genannt wurden. Du hast dich für jemanden entschieden, den, glaube ich, fast niemand auf dem Zettel hatte. Das spricht für deine Überzeugung. Womit hat dich denn Thomas Letsch genau überzeugt? Das eine oder andere hast du ja auch zum Beispiel in der Pressemitteilung schon anklingen lassen. Aber wie, wann und warum bist du auf ihn aufmerksam geworden? Ja, es ist ja ein Prozess, also so eine Trainerfindung und auch dann Entscheidung ist ja ein Prozess, der nicht in einer Stunde dann irgendwie geregelt ist. Du definierst die Kriterien, die du für dich als wichtig erachtest, die für den Club passend sind, sowohl sportinhaltlich, da hat Thomas ja gerade einiges auch schon zu gesagt, als dann halt auch eben vom Leadership, von den Führungsqualitäten, was du mehr brauchst, den Kommunikator oder der dann eher weniger spricht. Und das haben wir für uns definiert, haben eine Longlist erstellt, die dann peu à peu gekürzt wurde, dass wir am Ende eine Shortlist hatten und haben uns dann natürlich mit den entsprechenden Personen ausgetauscht. Und bei Thomas war es dann halt so, dass es von Anfang an einfach sehr gut gepasst hat, dass die sportinhaltlichen Themen einfach komplett zusammengepasst haben, dass wir eben auch im Bereich Führungsstil große Übereinstimmung hatten und einfach so wir der Überzeugung von Gespräch zu Gespräch eben dann da gekommen sind, dass Thomas Letsch für die Situation jetzt, wie sie sich eben darstellt,
der geeignete Mann für die Position des Cheftrainers hier beim VfL Bochum eben sein kann. Und das Allerwichtigste in diesen Gesprächen war für mich dann auch eben herauszuhören, ob derjenige, in dem Fall dann eben Thomas, die Überzeugung hat, dass die Mannschaft in der Lage ist, auch die Liga noch zu halten, dass wir es dieses Jahr noch schaffen können, denn wir wollen nichts abschenken. Thomas hat es gerade gesagt, wir haben jetzt 7 Spiele erst bestritten, 1 Punkt, das ist natürlich viel zu wenig, aber es ist noch reichlich Zeit, auch eben dort die nötigen Punkte zu holen, um in der Liga zu bleiben. Und in all den Gesprächen, in denen man dann miteinander ja, vieles bespricht und diskutiert, war dann auch relativ schnell klar, dass das ein Match für beide Seiten sein kann. 1848. Ja, ich würde da gerne nochmal direkt nachhaken. Du hast jetzt den Prozess ein bisschen beschrieben, wie ihr zu Thomas Letsch gekommen seid. Wenn man aber in die Vorstellung nochmal guckt, insbesondere auf die Fokuspunkte, die bei der Verpflichtung dann die Rolle gespielt haben, da wurde hervorgehoben, guter Kommentator, Kommunikator, Entwicklung von Jugendspielern, klare Struktur, das sind ja Dinge, die Thomas Reis auch mitgebracht hat. Jetzt hat in der Vorstellung Hans-Peter Willis gesagt, er glaubt auch, dass mit Thomas Letsch schon ein bisschen der Turnaround geschafft wird und da wieder dieser Drive reinkommt aus der letzten Saison. Welche Dinge bringt denn Thomas Letsch aus deiner Sicht mit, die vielleicht zuletzt ein bisschen gefehlt haben? Ja, ich möchte an der Stelle gar nicht zu viel jetzt über die Zukunft noch sprechen, sondern über die Vergangenheit, sondern natürlich über die Zukunft sprechen und das, was Thomas Letsch dann eben jetzt mitbringt. Ich persönlich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass die Mannschaft jetzt eine klare Struktur eben aufgezeigt bekommt, einen klaren Rahmen auf dem Platz mitgegeben bekommt, der eben eingehalten werden muss, wo entsprechend alle in eine Richtung denken müssen. Das hat Thomas ja auch gerade betont. Und da bedarf es ein hohes Maß an Kommunikation von Trainerseite aus, weil wir uns eben mitten in der Saison befinden. Dazu ist Thomas Letsch absolut in der Lage, die Jungs halt eben auch mitzunehmen und dann von einer gemeinsamen Idee zu überzeugen, sodass am Ende auf dem Platz alle in eine Richtung denken. Da ich aktuell keinen weiteren virtuellen Finger sehe, gehe ich davon aus, dass die Fragen dementsprechend dann alle gestellt sind. Bedanke mich recht herzlich bei Ihrem Interesse. Und da zeige ich dann doch noch eben kurz der Kollege Dirk Große-Schlamann auf. Genau, ich muss noch eine Frage stellen. Und zwar aufgrund der Aktualität, Entschuldigung, hat jetzt nichts mit dem Thema heute hier zu tun. Sebastian Schinzelorz wird beim VfL Wolfsburg ab Februar anfangen. Daher die Frage an die Verantwortlichen vom VfL. Das ist jetzt ja keine große Überraschung. Trotzdem, wie sehr schmerzt das, dass man jetzt den Kollegen an einen direkten Konkurrenten in der Bundesliga verliert? Ja gut, das gehört nun mal zum Geschäft. Weiter mit Schinzel. Manchmal kriegt man Antworten auf Fragen, die man vorher gestellt hat, ein bisschen später. Und man sieht dann, warum vielleicht Sebastian Schinzelorz bei uns nicht weitergemacht hat. Wie gesagt, wir haben immer bedauert, dass er nicht weitergemacht hat. Aber auch hier gucken wir jetzt nicht mehr in den Rückspiegel, sondern wir gucken nur noch nach vorne. Das gehört zum Geschäft, dass sich Topmanager auch um andere Vereine dort kümmern. Wir haben ein tolles Management, wir haben einen tollen Cheftrainer und wir konzentrieren uns jetzt ausschließlich auf den VfL Bochum. Dankeschön. Bitte. Abschließende Frage dann von 1848. Oh, jetzt kommen noch ein paar virtuelle Hände. Ja, geht in Richtung Patrick Fabian hoffentlich. Ja, ich habe noch eine Frage an Hans-Peter Willis, wo wir ihn jetzt gerade schon auch hatten. Transparenz ist im VfL wichtig und ja auch im Leitbild verankert. Ich würde einfach mal gerne verstehen, nach welchen Kriterien haben Sie entschieden, dass Sie heute an der Pressekonferenz teilnehmen, während Sie bei der Pressekonferenz zur Beurlaubung nicht teilgenommen haben? Ich mache beim VfL Bochum, was viele nicht wissen, ein Ehrenamt. Das heißt, das ist nicht mein Hauptberuf und ich bin, obwohl ich etwas älter bin, noch sehr beruflich engagiert und bei der letzten Pressekonferenz konnte ich einfach nicht vor Ort sein. Das hat jetzt nichts mit Patrick Fabian zu tun,
sondern in Anführungsstrichen mit meinem sonstigen beruflichen Leben. Ansonsten versuche ich immer alles hier wahrzunehmen, was man wahrnehmen kann. Und darüber hinaus ist Patrick Fabian der Geschäftsführer Sport. Er ist für alles Sportliche verantwortlich. Er macht einen tollen operativen Job. Wie gesagt, heute war es für mich eine große Ehre, unseren neuen Cheftrainer hier begrüßen zu können. Und ansonsten ist darüber, glaube ich, jetzt auch alles gesagt worden. Manchmal hat man eben auch noch andere Schwerpunkte als den VfL Bochum. Ist selten, aber es kommt vor. Dementsprechend schönes Schlusswort. Ich sehe zwar jetzt noch eine virtuelle Hand von Philipp Rentsch, aber die Frage geht in Richtung Patrick Fabian. Gut, okay. Nein, geht sie nicht. Alles klar. Dann würde ich tatsächlich, wenn es denn keine Fragen mehr an Patrick gestellt werden, Jens? Bitte? Warum darf die Frage nicht mehr gestellt werden? Nee, weil jetzt gerade ja gesagt worden ist, ich weiß jetzt nicht, was jetzt noch kommen kann. Das wirst du, also entweder darf ich die Frage stellen oder nicht. Ich bin sehr neugierig. Okay, ja, ich habe noch eine Frage an Hans-Peter Phillis, weil ich dachte, es gibt noch einen dritten Themenkomplex heute nach den Fragen an Thomas Letsch und Patrick Fabian. Jens, du wolltest ja schon die PK fast beenden. Auch ich habe noch eine Frage an Herrn Phillis, auch wenn wir noch mal kurz in den Rückspiegel schauen müssen. Aber es interessiert, glaube ich, einfach viele Fans. In Sachen Thomas Reis war es so, dass Sie auch einer derjenigen waren, der immer wieder über eine mögliche Vertragsverlängerung gesprochen hat. Und da kam oft die Frage auf, Sie wussten ja auch von den Verhandlungen mit Schalke 04, warum Sie trotzdem so optimistisch waren, dass er noch verlängert. Vielleicht können Sie da noch mal kurz was zu sagen. Erstmal vom Grunde her, internes bleibt auch nach wie vor intern. Wir haben da auch eine ganz klare DNA hier beim VfL Bochum, dass Dinge, auch was leitende Angestellte angeht, unter uns bleiben. Deswegen werde ich zu dem Thema Alternativen dort nichts sagen. Wir waren übrigens gemeinsam, nicht nur ich, sondern wir waren alle davon überzeugt, dass Thomas Reis zu dem damaligen Zeitpunkt der richtige Trainer beim VfL ist. Mittlerweile hat sich die sportliche Situation verändert. Die Rahmenbedingungen haben sich geändert. Wir mussten als Management insbesondere auch auf Anraten und auf Vorlage von Patrick Fabian, aber auch in der Diskussion mit Ilja Kenzig dort handeln. Wir haben nun mal 6 Spiele verloren. Wenn man Union Berlin aus der letzten Saison noch mitnimmt, haben wir 7 Spiele hintereinander verloren. Und wir waren der festen Überzeugung, obwohl wir auch eine andere Überzeugung davor hatten, dass wir jetzt handeln müssen. Das gehört mit zur Governance eines Vereins. Man muss Antworten geben, wenn sich die Rahmenbedingungen verändert haben. Die haben wir gegeben. Und wir freuen uns einfach jetzt in einer neuen Konstellation wieder erfolgreich zu werden. Schöne Punktlandung auf jeden Fall mit Blick auf den Tacho, der da Wecker heißt, denn das Besprechungsprozedere geht ja hier vor Ort noch weiter. Dementsprechend vielen Dank für euer Interesse, für Ihr Interesse. Den einen oder anderen sehen wir eventuell gleich beim Training nochmal und ansonsten werden alle darüber in Kenntnis gesetzt, wann die Spieltagspressekonferenz für das Leipzig-Spiel stattfinden wird. Besten Dank und Glück auf! Danke.